Ja. Was können wir hier machen? Salzbarriere, Tempel. Ja. Können wir die irgendwie wegpusten? Auflecken. Ja, bestimmt. So funktioniert das, ne? Nein, dabei würde meine Seele draufgehen. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt schon anfängt, halb zu brennen, wenn er nur das berührt, dann ist Auflecken wahrscheinlich eine schlechte Idee, ne? Diese Türen habe ich aus gewaltigen Kokosnussbaumstämmen gebaut. Was ich lustig finde? Guck dir mal an, das Salz liegt doch eigentlich nur da auf dem Steg. Können sie da nicht einfach drum herumlaufen, theoretisch, oder? Sind da diese. Eigentlich schon. Macht er also nicht. Ich meine, man könnte es auch einfacher machen. Aber ja gut, die haben auch was gesagt, von wegen, da liegen Steine drumherum, die können ja auch irgendwie auf Flut sein. Das ist wie bei Tomb Raider mit den mit diesen Weißt du, das Laufband da wahrscheinlich und dieses, dieses Band, wo die eine Sicherung drauf lag, genau. Wir jetzt einfach nur da hingreifen müssen, aber nein, ich komme nicht ran, ich müsste meinen Arm ausstrecken. Das und in die Knie zwar, gehen, das kann ich nicht. Ich bin Lara Croft, ich kann nicht in die Knie gehen. Die Hühner spenden freiwillig alle 8 Wochen Blut. Ach, das wollte ich nicht anklicken. Aber ich sag mal so, ich finde schon, zumindest ist relativ klar, was wir machen müssen. Also wir müssen Wasser da runterleiten in irgendeiner Form, wir müssen jetzt die Leute loswerden. Kannst du eigentlich mit der Leertaste oder so dir die Hotspots anzeigen lassen? Das geht ja bei manchen Adventures auch. Ja. Ich habe schon geguckt, irgendwie. Ich guck gerade noch, welcher Gegenstand vielleicht noch irgendwie hervorstechen könnte. Das finde ich gerade ein bisschen doof, dass es. Es gibt keine Hotspot-Taste scheinbar. Nö. Ja. Aber ich speichere nochmal, bevor das Spiel irgendwie wieder abschmiert oder sowas. Ja, da muss man nur. Davon muss man mal ausgehen, ja. Okay. Ja, geh mal hoch, geh nochmal. Oder? Ich weiß nicht. Hier unten kann ich mir gerade nicht vorstellen, was wir machen sollen. Hühnerfutter, Kokosnuss. Irgendwas muss ja oben noch machbar sein. Also. Das mit dem Hammer finde ich halt komisch. Das ist halt so, der liegt da so rum. Ja, ich hätte gedacht, dass er den nehmen kann. Ich dachte, das ist der ganze Zweck, dass ich hier geschüttelt habe. Ich dachte jetzt, okay, da ist ein Hammer fallen, jetzt kann ich den Hammer nehmen. Aber kannst du mal einfach nur die Leiter andrücken, jetzt ohne da das Menü zu öffnen, sondern vielleicht kannst du einfach da hochklettern, wenn du es andrückst. Es ist das, wonach es aussieht. Achso, dann sagt er das trotzdem. Also du kannst dich einfach da hochklettern. Nee, der macht direkt das Menü auf, wenn ich das anklicke. Es ist das. Weil für mich wäre es jetzt so logisch, dass du irgendwie auf den eine Kokosnuss fallen lässt da. Weißt du, das ist mal, damit du den Vorarbeiter austricksen kannst. Da oben steht ja auch extra so Kokosnusskammer. Ich habe eine Kokosnuss. Oder wir machen es ganz primitiv und du wirfst es ihn einfach in den Kopf. Wenn ich ihn loswerden will, sollte ich es wie einen Unfall aussehen lassen. Simbi könnte es sehen. Auf den stinkfaulen Zombie vielleicht. Ne? Au! Was zur? Die Kokosnuss hat sich sehr reif angehört, als sie den Zombie getroffen hat. Hört auf damit! Hier, Sir! Okay. Hört auf damit. Gut, das gefällt ihnen zumindest nicht. Die Zombies haben die Kokosnüsse ziemlich gut im Blick. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen und abhauen. Ja, da kannst du es aber machen. Die Kokosnüsse ziemlich gut im Blick. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen und abhauen. Aber ich hatte doch eben noch eine. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Auf faulen Zombie, stinkfaulen. Okay, dann eben auf den faulen. Ja, vielleicht ob das was anderes macht. Überzeugen, ihre schlecht bezahlten Jobs aufzugeben. Dann streiten also, die sich. Du wolltest es jetzt so aussehen lassen, als ob das ein Streit wäre zwischen den beiden. Hm? Hör auf damit! Beeilt euch! Hier werden gleich riesige Eichhörnchen auftauchen! Ja, Entschuldigung, Sir! Ja, so wirklich, macht das aber. Was passiert hier auch nicht, ne? Das ist. Wenn ich ihn loswerden will, sollte ich es wie einen Unfall aussehen lassen. Simbi könnte es sehen. Na, ich dachte halt wirklich, das hätte für mich jetzt auch Sinn ergeben, dass du die beiden halt irgendwie in so einen Streit verwickelst, aber das scheint dir ja nicht zu jucken. Noch eine. Kannst du ja nochmal werfen. Also vielleicht musst du das oft genug machen und dann eskalieren die, weißt du? Du kannst mir gern deine Ideen mitteilen, wenn du welche hast. Das sind meine Ideen. Ich weiß jetzt nicht, was. Aber die reagieren halt nicht da wirklich so drauf, weißt du? Das
Ja. Entschuldigung. Also ich denke mal, die einen Zombie sind wir schon los, der ist von der Leiter gefallen. So, was sollen wir jetzt hier machen? Das ist halt... Karre der Schubhaftigkeit. Was? Hä? Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Da hinten Karre ist der Schubhaftigkeit. Ja. Oder einfach Schubkarre. Ein Rad eines Wägelchens. Bist du in Ordnung? Du redest ziemlichen Unsinn. Ich bin okay. Nur ein bisschen abgelenkt. Ist schon ein bisschen her, dass ich getötet wurde. Das Rad dieses Wägelchens kannst du nicht nehmen, ne? Das entzieht sich der Greifbarkeit meiner Hände. Nee. Scheinbar nicht. Unmöglich. Ergibt das Sinn, wenn du für mich hinten in die Zisterne irgendwie eine Kokosnuss wirfst? Wahrscheinlich nicht, aber du kannst ja mal probieren. Also, die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Ja, wir haben es ja verstanden. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Vielleicht mit der Leiter, ist aber auch Quatsch. Weißt du, die Sache ist, ich glaube, wir haben schon die richtige Idee irgendwie. Will, sollte ich es wie einen aber Unfall aussehen lassen. Simbi könnte es sehen. Gerade also, wir haben jetzt Hühnerfutter, wir haben jetzt eine Kokosnuss. Das war alles, was wir bis jetzt haben. Schubkarre. Wenn ich kannst du mal so ein bisschen den Monitor abgrasen, mal sehen, ob du da noch irgendwas findest, was vielleicht. Das war gerade mein Plan. Leiter haben wir. Durchgebogene Tür. Die Zombies verhindern, dass ich mir Kokosnüsse nehmen kann. Oder kannst du die einfach anwählen, einfach so, dass du die vielleicht öffnest? Die Tür zum oberen Bereich der Kammer. Sie biegt sich unter der Last von 1000 Kokosnüssen. Ja gut, kannst du da hochklettern jetzt, indem du genau öffnen? Da geht jetzt die Leiter hoch. Du öffnest das und der kriegt ja Kokosnüssen auf ihrem Weg behilflich sein. Ja, und der kriegt das jetzt auf den Kopf, ne? Ich habe auch nicht gesehen, dass da oben noch eine Tür ist, also. Ich auch nicht. Ja, so geht's natürlich auch. Genau, und jetzt kannst du den dann. Genau, jetzt kannst du den Streit provozieren und hier, da ist jetzt nicht mehr der Vorarbeiter, der die irgendwie aufhalten könnte. Und die prügeln sich wahrscheinlich jetzt, weißt du? Okay. Und noch eine. Das ergibt Sinn. Hör auf damit! Meine Herren? Jetzt reicht's! Wirf doch! Warte nur ab, du wirst schon sehen! Zombies sind so berechenbar. Oh, warte mal, was passiert? Au, oh, okay. Ist das gerade? Die zermatschen und das Wasser von der Kokosnuss, das Kokoswasser? Läuft da das Rinnsal runter? Kannst jetzt mehr. Warte, versuch erstmal mehr Kokosnüsse zu nehmen. Einfach nur so. Das. Die Geister sagen mir, dass wir das nicht brauchen. Aber ist jetzt schon wenigstens logische Rätsel. Das war alles bis jetzt logisch, ne? Ziemlich gut im Blick. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen und abhauen. Also, wenn du mal bedenkst, dass so. Monkey Island 4 wäre bis jetzt hier oder an dem Punkt schon mit 1000 unlogischen Rätseln gespickt gewesen. Nehmen und abhauen. Kannst du mal jetzt nach unten gehen, mal gucken, ob das jetzt irgendwas. Ob sich da jetzt so ein kleiner Rinnsal bildet oder. Ja, da ist schon mal ein kleiner Rinnsal. Aber noch nicht genug. Natürlich interessant. Ich bin mal auf Hühner anwenden. Nicht ganz richtig. Nein, muss er wahrscheinlich Bock in den Regenabfluss da packen, aber da wird er wahrscheinlich sagen, ja, die springen da einfach nur runter. Also wir müssen da schon mehr Kokoswasser wahrscheinlich irgendwie da runter schicken. Es ist ein guter Anfang, aber das soll wahrscheinlich dem Spieler jetzt zeigen, aha. Das Rätsel Lösung ist das Kokoswasser, aber ich glaube, wir müssen wirklich da vielleicht da oben noch irgendwas machen an diesem Teil, dass wir da irgendwie Kokosnüsse reinlegen oder irgendwas. Leere Kokoskammer. Aber ich kann jetzt auch keine mehr nehmen. Die Zombies haben die Kokosnüsse ziemlich gut im Blick. Ich kann sie mir nicht einfach nehmen und abhauen.
Ja, oder du musst dich noch in den Streit nochmal einmischen. Aber ist ja auch Quatsch, oder? Dass du den... Ich spreche kein Zombisch. Oder kannst du nochmal eine Kokosnuss werfen oder so? Vielleicht kannst du einen auslocken davon. Ich kann die ja nicht nehmen. Ziemlich gut im Blick. Du hast jetzt keine mehr im Inventar, glaube ich, ne? Die ist jetzt... Die ist weg. Braucht. Kann ich so einen Stein nehmen? Das brauchen wir nicht. Vertrau mir. Ich würde so einen Stein eigentlich nehmen. Den würde ich da eigentlich nicht liegen lassen. Wenn ich du wäre. Das entzieht sich der Greifbarkeit meiner Hände. Kannst du eigentlich da rechts lang? Das sieht so unten rechts. Das sieht aus. Nee, okay, das sah aus, als ob das irgendwie so ein Steinweg wäre. Erleuchte mich, Doc. Ja, ich überlege ja gerade, wir haben da hinten halt ein Aquädukt, ne? Also wenn man da irgendwas mit machen könnte. Also eine Zisterne. Kein Aquädukt, Zisterne aber. Verwenden. Ach, die kann man einfach verwenden, oder was? Leer. Leer. Wir haben, wie gesagt, wir können leider keine Kokosnüsse nehmen, ne? Und da hinten so der Erlichtung kannst du auch noch gehen, ne? Oder geht das nicht? Ja, berühre die Lichtung, das die ist ja... Die wurden bereits abgeerntet. Auf dieser Lichtung haben wir an jedem Vollmond gelegen. War alles eine... Also du kannst jetzt weder links unten noch rechts unten aus dem... Allerdings. Aus dem Teil der Kokosnüsse nehmen. Das geht bei beides nicht, ne? Nee. Der sagt ihm immer, dass es zu gut bewacht wird. Die Kokosnüsse ziemlich gut im Die erste Kokosnuss hast du unten links hergeholt eigentlich, ne? Ja, geht auch nicht. Ganz sonderbar. Die Zombies haben die Kokosnüsse ziemlich gut im Und ich gehe einfach aus, den Hammer kannst du jetzt auch noch nicht. Kannst du jetzt auch nicht nehmen, nachdem den keiner mehr bewacht hier. Nee. Das finde ich halt wirklich komisch, dieser Hammer, der nervt mich wirklich. Der liegt ja so provokant rum, ja. Ja. Ja, aber für mich wäre es halt logisch, irgendwie mit dem Hammer vielleicht die Kokosnüsse zu zerquetschen oder irgendwas, damit man mehr Rinnsäle da irgendwie oder mehr Kokoswasser hervorbringen kann, weißt du? Ich gehe nochmal runter. Ich schaue mir das nochmal an. So, das hört so in der Mitte irgendwo auf da, ne? Mhm. Oh, schau an, Regenwasserablauf. Ja, vielleicht ist er verstopft, vielleicht muss er. Die Kokosnussmilch ist in den Graben gelaufen. Aha, die ist in den Graben gelaufen? Regenwasserablauf reparieren. Ist keinen guten Grund. Jetzt geh mal runter zum Tempel. Guck mal, ob da, du kannst da runter gehen, ne? Genau. Mhm. Geh da mal hin und guck mal, ob sich da unten was geändert hat. Ob da irgendwas hart geworden ist, zum Beispiel. Abgekühlte Lava, ja! Okay. Die Kokosnussmilch hat die Lava abgekühlt. Ich habe genug Milch, um die Salzlinie wegzuwaschen. Aber dieser kleine Pfad ist schon mal nicht schlecht. Dann kann ich also... Ja, da müssen wir jetzt ja nur hinkommen. Also, kommt man denn ja eigentlich von dem Hühnerstall dahin, oder nicht? Ja, da müssen wir jetzt eigentlich nur... unten langlaufen, oder? Mhm. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass das ausreicht. Ich dachte, okay, jetzt ja, hier sieht man es jetzt auch sogar schon. Ja. Lavagraben. Die Kokosnussmilch hat die oberste Schicht der Lava des kompletten Grabens abgekühlt. Ich habe nicht mehr genug Milch, um die Salzlinie wegzuwaschen. Aber dieser kleine Pfad ist schon mal nicht schlecht. Obwohl ich sagen muss, ich finde es ja schon lustig, dass irgendwie jetzt die Idee, dass halt so zwei, drei Kokosnüsse, die werfen, eine komplette Lava abkühlen soll oder so einen Lavapfad abkühlen soll. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weißt du? Mein Wuju-Tempel auf der anderen Seite der Lava. Also du kannst ja halt auch nicht runterlaufen, ne? Das geht gar nicht. Nee. Ja, ne? Mach du nicht. Die Kokosnussmilch hat die oberste Schicht der Lava. Na, weißt du, was du da mal machst? Drück doch einfach jetzt mal, mach doch mal Hühnerfutter auf den Pfad anwenden direkt. Das ja, das würde ich jetzt direkt mal ausprobieren. Aber dieser kleine Pfad ist schon mal nicht schlecht. Also, die Musik finde ich tatsächlich schon super. Die ja. fühlt sich nach. Die fühlt sich. Die hat so diesen Monkey Island 3 Vibe. Auf jeden Fall. Gut. Dieser Pfad zum Eingang ist viel kürzer. Ja. So, du hast die Latten da hoch gemacht, das heißt, die Hühner kommen auf jeden Fall durch. Nein, nein, schnell! Wir müssen fertig sein, bevor der dritte Hahn kräht. Ja, und jetzt eigentlich. Also, die Rätsel sind bis jetzt logisch. Das ist schon mal. Mhm. Besser als im Monkey Island 4, verstehst du da?
Haben wir uns da teilweise schon sehr abgequält, aber das gerade passt ganz gut. Okay, jetzt können wir da durch, auf die andere Seite. Ja. Ruhe, vielleicht mal nutzen, um zu speichern. Zweiter Hahnenschrei, nur noch einer. Papa Doc ist wieder da. Ja, der Papa Doc ist wieder da, ne? Ehrwürdige Ischel, hör mich an. Ich brauche deine Hilfe. Unsere Seelen müssen wieder mit unseren Körpern vereint werden. Ich schaffe es nicht alleine. Bitte, hör mich an. Die Reliquie von Ischel war in den letzten Wochen untätig. Warum sollte sie jetzt reagieren? Simbi muss sie verflucht haben. Ich muss einen Weg finden, den Fluch aufzuheben. Ich muss mit Ischel sprechen und meinen Juju-Stab finden, um unsere Seelen wieder mit unseren Körpern zu vereinen. Du kannst das speichern, also du kannst es ja aussuchen. Entweder machen wir jetzt mal mit ihm weiter oder wir können auch mal zu anderen wechseln. Ich würde es erstmal speichern. Ja. Ich verstehe die Handlung jetzt gerade noch nicht so ganz, aber ich muss sagen, so rein vom Feeling her und vom Setting, ja. Ich finde das gerade schon irgendwie atmosphärischer als Monkey Island 4. Ja, auf jeden Fall. Also von der Handlung her ist es jetzt ja vom Prinzip her gerade einfach nur, wir wurden halt verflucht und wir müssen das rückgängig machen und jeder muss einen Teil dazu beitragen, das zu tun. So, er ist halt jetzt ein Voodoo-Priester. Wir sind jetzt in seinem Voodoo-Palast und er muss scheinbar mit diesem Artefakt da sprechen. Und das kann er nur machen, indem der Fluch des Schweigens aufgehoben wird und er seinen Voodoo-Stab findet. Also es ist gerade sehr kleinschrittig so, ne? Mhm. Genau, der Dicke, der musste doch jetzt irgendwie unsere Körper finden. Der war in der Mine und hier die Piratin, ich weiß nicht mehr, was sie machen muss. Aber auf jeden Fall, aktuell ist es ja Storytelling schon nicht so viel. Also, es gibt halt den Bösewicht, Greenbeard oder wie er heißt, der hat uns betrogen, auch die Voodoo-Priesterin, und wir müssen erstmal jetzt uns wieder materialisieren, damit wir gegen die ankommen können. So habe ich das erstmal verstanden. Ja. So, willst du jetzt den anderen spielen oder willst du mal zu anderen wechseln? Ich würde mich erstmal hier umschauen. Yes, oder sollen wir wechseln? Da ist ich, wechseln? Ich frag dich, wir wechseln mal. Möchtest. Wir wechseln mal. Genau. Mal zu wir Blue spielen Bandit. Mal sie. Oder sie, kannst du auch machen. Weil ich habe gerade keine Ahnung, was sie machen muss. Das wird sie uns gleich nochmal intensiv sagen, ja, im Detail. Oder auch nicht. Die anderen haben gesagt, was sie machen müssen. Und sie nicht. Aber da oben links ist er, da kannst du ja. Aber mal. Sieht das nicht toll aus? Ja. Ja, diese Zeichnung, das. Du kannst sagen, was du willst. Die Leute zerreißen das Spiel, weil es wäre ein schlechter Monkey Island-Klon. Ja. Aber. Es ist ein Monkey Island-Klon, weil es sollte eigentlich ein Monkey Island sein. Ja. Ja, vor allem ist es halt auch lustig, weil vom Prinzip her Bill Tiller, sozusagen Bill Tiller macht einen Monkey Island-Klon. Ich meine, ja, er hat ja auch eben nur mal Monkey Island 3, ne, designt, so. Also von daher, ja, das ist halt so. Ich finde das gerade, ich finde das wunderschön, weil rein grafisch die Beleuchtung, die Lichteffekte, die Farbpalette, die benutzt wurde, das ist für mich Monkey Island 3. Und ganz ehrlich, ich finde auch die 3D, Modelle sehen gar nicht so schlecht aus. Die fügen sich auch gut genug in die Welt ein, dass es nicht so negativ auffällt, wie das bei Monkey Island 4 der Fall war. Ich finde, wir werden sehr oft über Monkey Island 4 herfallen. Das wird wahrscheinlich passieren. Ja, ja, ja. Es ist halt wirklich innerhalb von, wenn du so siehst, von 2000 bis 2009 oder bis 2000, in den letzten, von 2000 bis 2010 hat sich die 3D-Grafik so rasant weiterentwickelt. Ja. Wenn du jetzt so die letzten Jahre siehst, da ist irgendwie nicht viel passiert. Raytracing kam, sollte die große Neuerung sein, aber gefühlt jetzt so der große Grafiksprung von PlayStation 4 zu PlayStation 5 oder von PlayStation 3 zu PlayStation 4. Die Texturen sind schöner geworden, das war's. Ja, aber ich brauche das auch nicht, weißt du? Für mich muss immer alles schöner und fotorealistischer werden, gerade bei sowas zum Beispiel. Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel fotorealistisch wäre, das wäre doch wirklich nicht charmant. Also hier, ich möchte halt ein bisschen Cartoon-Grafik haben. Ich meine, die Modelle, siehst du ja auch, sind ja sehr cartoonig, ne? Zum Beispiel da oben rechts, der Zombie mit übergroßen Armen, das sind halt keine menschlichen Proportionen und das ist auch gut so. Das würde ich auch nicht wollen, dass es dann. Also ob der jetzt, sag ich mal, den seine Arschbacke dann irgendwie besser oder, sag ich mal, realistischer glänzt oder nicht, das ist mir ja egal, weißt du? Ja. Für mich muss das Ganze, einfach das alles hier stimmen. Also das ganze Ambiente generell. Und das tut's gerade, ganz ehrlich. Ich fühl's auch gerade, ich fühl's. Ja. Der Stil muss passen und das Gameplay muss passen. Ja. Ich finde, es muss nicht alles so unheimlich realistisch sein. Was mich auch persönlich, was ich dich mag,
ist zum Beispiel The Last of Us mag ich nicht, weil ja, das soll schockieren oder so, aber müssen momentan in gewalttätigen Spielen die Tötungen so realistisch sein? Ja, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, ne? Ich meine, das ist natürlich der andere Effekt von realistischer Grafik, ja. Ja. Das hat mich auch bei den neuen Tomb Raider-Teilen gestört. So bei Tomb Raider 2013 und so. Tomb Raider hatte bisher eigentlich so diese Actionfilm-80er-Gewalt. Das war, da war zwar Gewalt drin, ein bisschen ballern, aber es war irgendwie so nicht schlimmer als Indiana Jones damals in den 80ern. Ja. Und die neuen Teile, das ist gefühlt wie, bestes Beispiel, man kann es vergleichen mit James Bond nach Casino Royale. Ja. Ja, wo ich sagen muss, Casino Royale an sich, ich habe das auch gemocht, dass es da so ein bisschen dreckiger, sage ich mal, war und ein bisschen blutiger. Ne? Obwohl, sag ich mal, gut, wenn wir jetzt von James Bond reden, die Teile, die waren auch sehr unterschiedlich von der Qualität, ja. Muss man wirklich mal sagen, das war immer so richtig guter Film, schlechter Film. Ich werde es ja bei Tomb Raider dann auch sehen. Ne? Wenn ich jetzt mit Tomb Raider Remastered fertig bin, werde ich mich ja auch wieder den zweiten Reboot zuwenden. Den 2013 habe ich schon durchgespielt und Shadow and Rise werde ich auch noch spielen. Aber ich erinnere mich, ja, 2013 hatte auch schon echt brutale Szenen, sag ich mal, sehr blutige Szenen. Es hat schon dazu gepasst, weil die Idee war, dass man mit Lara mitfühlt und es sollte halt so ein harter Überlebenskampf werden. Das Problem ist einfach nur, dass man ab einem gewissen Punkt gesagt hat, schmeißen wir über Bord, wir machen jetzt hier einfach so ein Actionfeuerwerk draus, wo du einfach alles und jeden abballerst. Und da dachte ich mir, na gut, also entweder geht man wirklich die Survival-Route oder man macht da so ein Actionfeuerwerk draus. Aber das hat einfach nicht gepasst, weißt du? Nee, ich fand das da, ich weiß noch, ich habe das gespielt und es war so das erste Mal, dass Lara töten muss. Das war unheimlich brutal und halt krass inszeniert und sie hat danach einen Nervenzusammenbruch und dann 5 Minuten später im Spiel so bang, 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 bang. Ja, genau das meine ich. Das war so ihr erster Kill, war so, oh, scheiße, ich halte es nicht aus. Und dann ballert die sich durch die Gegend wie nix. Also, und das ist halt, ich fand das halt schade, weil man hätte mehr aus dem Setting machen können, so. Einsame Insel, Survival-Aspekt. Der Survival-Aspekt war auch völlig Banane. Du hättest, also vom Prinzip her war es ja einfach nur so, dass du die ganzen Tiere da abgeschossen hast, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Du musstest ja dich nicht irgendwie ernähren, du musstest ja, sag ich mal, nicht dich am Leben erhalten. Das war völlig egal eigentlich, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst mit diesem Gewaltaspekt. Ich finde, es kommt immer aufs Spiel an. Es gibt auch Spiele, sag mal, finde ich sehr effektiv oder so, aber es muss Gewalt nicht immer nur da sein, um zu schockieren, sage ich mal, weißt du? Also wenn es halt effektiv ist in einem gewissen Zusammenhang, ist es okay, aber ich brauch's jetzt auch nicht in jedem Spiel, so, weißt du? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir sollen aber mal wieder ein bisschen spielen, oder? Ja. Naja, aber es ist doch schön, wenn wir ein bisschen zum Quatschen kommen hier, nebenbei. Okay. Da haben wir einen Bananenbaum. Ja. Ach, diesmal kein Bananenpflücker, den wir extra brauchen dafür. An ihnen hängen Bananen. Ernsthaft, sie sind nachgewiesen verrückt. Ich werde ganz nervös in ihrer Nähe. Ist das eine sexuelle Anspielung oder was? Nimm Banane. Wollen wir doch mal sehen, wie stark ich als Geist bin. Ja, sie kickt das gleich runter. Das ist ein bisschen over the top, ja, meine Güte. Vorsicht, Slapstick-Alarm. Ah! Ja. Okay. Also willst du es gar nicht aufnehmen? Wahrscheinlich rutscht der Nächste, der läuft einfach drüber. Ja, wir müssen die Zombies wieder ausschalten. Ja. Der scheint ja generell so unser Ziel zu sein, irgendwie die Zombie Handlanger. Okay. Er kommt. Ein stürzender Zombie ist immer hilfreich. Irgendwie. Das ich fand jetzt sein Lachen geil. Von dem hier so. Ich fand das gerade ziemlich rabiat, wie der da runtergeklatscht ist. Das war schon ziemlich, meine Güte. Also der hat sich ja wirklich jeden Knochen gebrochen, glaube ich, auf dem Weg nach unten, oder? Okay. Warenlager, Fensterläden. Ja. Mach mal auf, lüfte mal ein bisschen, da stinkt's wahrscheinlich ein bisschen. Stabile Dachkammerläden. Totes Huhn? Ja, totes Huhn nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Ja, irgendwas, da müssen wir da unten wahrscheinlich noch machen. Die fallen jetzt immer wieder runter und wahrscheinlich musst du da unten irgendwas dann hinlegen oder hinfahren, vielleicht ein Boot oder so. Und das werden wir dann sehen. Wir müssen uns erstmal ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Ne? Totes Huhn, was macht das? Ja. Nicht mehr Gackhorn, würde ich sagen, ne? Also.
Aber die reagieren jetzt nicht negativ auf uns, die Zombies. Also das ist ja nicht so, dass sie uns anderen. Und die Brüste wackeln, ne? Also, die jiggeln die ganze Zeit. Das ist wichtig. Er hängt wegen Verrats, schätze ich. Da kannst du aber mitnehmen. Also, du bist jiggeln für sechs. Also, es ist schon schön, dass das. Das und Salz. Dass man daran gedacht hat. Den Wahnsinn. Okay, ja, wir kommen da nicht durch. Salz. Aha, okay. Gesalzener Fisch ist wahrscheinlich auch schlecht, da können wir gar nicht anfassen, höchstwahrscheinlich. Da kannst du trotzdem mal probieren. Salz und Hühner sind schlecht für Geister, hat sie gerade gesagt. Gesalzene Makrelen. Warum habe ich Angst vor gesalzenem Fisch? Ist das so eine Voodoo-Sache? Ja, Gespenster, Zombies und böse Geister haben Angst vor Salz. Ich kann es nicht leiden, Angst zu haben. Dann solltest du dich auch von Hühnerblut fernhalten. Und? Sorry, ich bin das einfach so plump, wie die da immer runterklatschen. Das ist so. Ich find's gerade auch zu geil. Es ist plumper Slapstick, aber das ist einfach schön animiert und es hat irgendwie Charme. Das ist auch nicht so ein eleganter, weicher Fall. Das ist ja wirklich der Fell da, klatscht da runter. Also mit aller Gewalt. Also umkippen. Ich guck mal, ob ich das Fass umkippen kann. Ah, okay, ich muss warten, bis der in Position ist. Okay, ich merke schon, die Zombies sind scheinbar auch alle ziemlich dumm. Also wirklich. Der Voodoo-Zombie ist am Dock gefangen. Ah! Klar, die sind natürlich auch. Geht ja gar nicht. Die können ja gar nicht da raus. Ne? Geht ja nicht. Was mache ich jetzt? Könnte auch links über den Zaun klettern, aber. Oder schwimmen. Mal sehen, ob die jetzt miteinander interagieren. Wenn der runterfällt jetzt. Nee, nicht. Das ist schon schön, oder? Warenlagertür. Ja, da kommen wir wahrscheinlich wegen die Huh nicht rein, ne? Die hat doch gesagt, der von wegen. Eingang zum verfluchten Lager. Ach doch, kommst rein. Oh, okay. Ich dachte, das Huh hält uns davon ab oder so. Aber scheinbar nicht. Hätte ich auch gedacht. Oh, was ist denn hier los? Seance-Time oder was? Ja. Komische Statue, Kerzenhalter, erstarrte Crew, Fass mit Lemuren, Kiste mit Zeugs, Regale zum Lagern. Ja. Kannst du erstmal mit den erstarrten Leuten reden? Die sind doch bestimmt ansprechbar, oder? Leute, aufstehen! Die kaiserliche Flotte ist hier. Das hilft immer. Nö, die scheinen wirklich gerade im Bann zu sein, ne? Ich berühre die mal. Später. vielleicht später. Ist das ein versauter Anruf? Ach ja. Das ist übrigens auch eine Sache, die wir noch spielen werden hier, ne? Night of the. Wie ist es? Night of the Meteor oder. Ja, Night of the Meteor muss erstmal rauskommen. Wir müssen Meteor Mesh spielen mit nächstes Mal. Das genau. 3D-Remake von Maniac Mansion. Genau. Ich glaube, es ist vertont. Also, ich fände es eigentlich schön, wenn es nicht vertont wäre, weil dann könntest du wieder die Edna so schön sprechen. Du meinst die Edna-Stimme? Die, oder was? Ja, und nachdem ich mit dir Maniac Mansion gespielt habe, verstehe ich jetzt auch, warum du die Edna so sprichst, weil das war wirklich so. Wenn man die nur aus Day of the Tentacle wirklich kennt und dann plötzlich sieht man die als total. Die ist ja schon wirklich thirsty. Ja, wirklich. Die nutzt jede Gelegenheit. Also, wie gesagt, viel schlimmer finde ich, was sie über grünen Tage erfahren haben, ne? Ja, schon von thirsty reden. Also. Ich habe das verdrängt. Okay, was haben wir hier? Fenster. Flint ist da draußen. Er wird gefangen gehalten. Wahrscheinlich an eine Wand gekettet. Das Hemd zerrissen. Unnachgiebig, das Haar verwuschelt, lacht er seinen Feinden ins Gesicht. Ja, die klingt aber auch ein bisschen thirsty, oder? Oh ja, so das Hemd zerrissen, die Haare zerwuschelt, oh, seine Muskeln glänzen im Mondlicht. Ja, aber würde ja. Elaine so von Guybrush sprechen? Ich meine, Elaine kennt ja Guybrush und weiß, also dass das mit den Haaren verwuschelt, ja, aber der Rest, so von wegen heldenhaft und mutig und blub. Ja, vielleicht ist es ja eine Mischung aus Elaine und Edna. Dachkammer. Das
ist der Zugang zur Dachkammer. Wenn jemand da oben ist, hat er auf jeden Fall die Leiter hochgezogen. Hm. Also ich werde erstmal auch die Regale und alles. Da gibt's ja so Sachen, vielleicht ist da irgendwas Schönes drin, ne? Kann man sich ja mal anschauen. Fast alles gefälschtes Wuju-Zeug für die Touristen. Davon kann ich nichts verwenden oder verkaufen. Okay, was ist das für eine Statue? Ich finde es sehr interessant, dass sie in eine bestimmte Richtung zeigt. Eine Statue. Da ist sehr viel böses Juju drin. Stimmt. Das ist wahrscheinlich, ist die Statue vielleicht daran schuld, dass sie alle erstarrt sind? Also. Oh, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Er kommt mir bekannt vor. Ach so. Papa Doc, wer ist das? Hör auf, mich zu belästigen. Er weiß, dass mir gerade sehr komisch vorkommt, dass die Kerze aussieht wie so eine Hand. Findest du nicht? Kannst du die ausblasen irgendwie, die einzelnen Kerzen, die einzelnen Flammen? Geht das? Ich probier's mal. Aber ich kann's auswählen. Ja. Oh, die Brüste, ey. Man kann sie nicht ausmachen.